Man muss sich mal vorstellen, wir haben ein Geld, das instabil ist, auch unter Inflations- und Asset-Inflationsaspekten, das im Extremfall sogar verschwinden kann. Also man muss ein Geld schaffen, das stabil ist und nicht verschwinden kann. Und das kann man dadurch tun, dass man vom heutigen Chiralgeld übergeht zu sogenanntem Vollgeld. Vollgeld bedeutet vollgültiges oder wie die Juristen sagen, unbeschränkt gültiges gesetzliches Zahlungsmittel. Und das ist nichts Neues. Wir haben heute Vollgeld, also das Bargeld, die Banknoten, Zentralbanknoten, Münzen, auch die Kontoguthaben bei Zentralbanken, das ist Vollgeld. Aber Chiralgeld ist kein Vollgeld. Und es käme darauf an, heute etwas zu tun, was man im 19. Jahrhundert mit Banknoten gemacht hat. Banknoten waren damals weit überwiegend privat ausgegebene Banknoten. Es gab damals ähnliche Probleme wie heute, nur nicht auf so hoher Stufenleiter. Und man hat im Verlauf, je nach Land, einiger Jahre, auch Jahrzehnte, diese privaten Banknoten, deren Erzeugung unterbunden. Man hat sie nach und nach ausgeschleust und man hat dafür die heute noch vorhandenen Zentralbanknoten eingeführt. Und dadurch hatte man eine Kontrolle damals über das Papiergeld. Und heute haben wir eine vergleichbare Situation, jedoch im Hinblick auf das Kontogeld, auf das unbare Geld. Wir bezahlen ja heute weitgehend bargeldlos. Die meisten Menschen denken sich das Geldsystem spontan so, wie es vielleicht sein sollte, wie es aber in Wahrheit nicht ist. Also die meisten Leute denken, wenn sie befragt werden, das Geld käme von der Regierung. Oder wenn sie ein bisschen mehr wissen, sagen sie vielleicht, das Geld käme von der Zentralbank. Das ist aber nur ein sehr geringer Teil der Wahrheit, denn das Geld kommt heute von den Banken. Und die Zentralbank muss im Nachhinein die Tatsachen, die die Banken geschaffen haben, durch ihre Kreditausstellungen und Wertpapiergeschäfte, das muss die Zentralbank im Nachhinein zum Bruchteil refinanzieren. Und das ist etwas, was im breiten Publikum überhaupt nicht bewusst ist, dass das Geld von heute von den Banken kommt und nicht von der Zentralbank oder vom Staat. Und die meisten Leute denken ja auch, dass die Banken sozusagen mit unserem Geld wirtschaften, dass also das Geld, das wir bei der Bank haben, dass die Banken das für andere Geschäfte sozusagen benutzen. Aber das ist auch nur zum sehr geringen Teil der Fall, denn die Banken im Prinzip, zugespitzt formuliert, bräuchten die Banken unser Geld eigentlich nicht. Also Fonds, Kapitalanlagefonds und Versicherungen, die brauchen unser Geld, unser Chiralgeld. Die Banken selbst aber eigentlich nicht, weil die können ihr eigenes Geld erzeugen. Der Wert des modernen Geldes beruht ja nicht in seinem wahren Wert, wie bei einer Golddeckung, sondern der Wert des modernen Geldes ist ausschließlich seine Kaufkraft und die beruht auf dem tatsächlichen Wirtschaftsprodukt. Also so viel Güter und Dienste, die Wirtschaft produziert, so viel kann man für Geld auch kaufen. Und das heißt, dass die Geldmengenentwicklung und die Wirtschaftsentwicklung, das Wachstum einander in etwa entsprechen müssen. Und das ist heute nicht gewährleistet im Chiralgeldsystem. Und der Markt diesbezüglich funktioniert auch nicht. Das hat einen einfachen Grund. Weil eben modernes Geld von demjenigen, der berechtigt ist, es zu schöpfen und der es auch durchsetzen kann, dem man das Geld abnimmt, so wie heute den Banken eben das Chiralgeld. Dieses Geld ist völlig frei schöpfbar und von daher gibt es keine Mengenbegrenzung, es gibt keine Knappheitsanker. Also als man noch Golddeckung hatte, gab es eben einen relativen Knappheitsanker in Form des Goldes. Das gibt es bei modernem Geld überhaupt nicht mehr. Deswegen muss es eine Instanz geben, die dafür sorgt, dass die Geldmengenentwicklung und die Wirtschaftswachstumsentwicklung in etwa im Gleichschritt miteinander expandieren. Und das kann der Markt nicht leisten, weil das Geld kann frei erzeugt werden und ist von daher nie knapp. Die Vollgeldreform als solche erfordert keine großen dramatischen Veränderungen. Es erfordert einige geringe Änderungen in den Vorschriften zur Bilanzierung, zur Buchführung und Bilanzierung bei den Banken, aber auch nicht sehr weit gehen. Die große fundamentale Umwälzung muss im Kopf stattfinden zuvor, weil das ist, wie man in der Wissenschaft sagt,
Das ist die Wiederentdeckung, die Neuentdeckung eines Paradigmas, das vollkommen verdrängt worden war, in Vergessenheit geraten ist. Längerfristig bin ich persönlich mir ziemlich sicher, dass ein solches neues Denken in Geldtheorie und Geldpolitik einsetzen und sich dann auch durchsetzen wird. Es ist eine Frage der Zeit, weil es ist nichts schwieriger als alte Denkgepflogenheiten zu überwinden, zuzulassen, dass die Dinge anders sind, als man sie sich bisher vorgestellt hat. Das ist sehr schwierig, sowohl in der Wissenschaft, bis sich das verbreitet hat und eben auch dann darüber hinaus. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das stattfinden wird. Ich weiß nicht, ob in 5 oder in 50 Jahren. Aber es ist in meiner Analyse der naheliegende nächste Schritt in der Entwicklung des modernen Geldwesens. Es ist ja nicht eine willkürliche Erfindung von etwas Unerhörtem, sondern es ist ein Anknüpfen und Fortsetzen an, wenn Sie so wollen, Linien der sozialen Evolution, in dem Fall der Evolution der Geld- und Finanzwesens, das ja sehr lange angelegt ist und man muss eben nun die nächsten Schritte tun. Und das wird darin bestehen, das außer Kontrolle geratene Chiralgeld in von der Zentralbank kontrolliertes Vollgeld überzuführen.